Mein Name ist Olaf Backes, diensthabender Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Trier. Wo sind wir und was ist passiert? Ja, um 13.25 Uhr erreichte uns eine Notrufmeldung über ein Feuer bei der ART, beim Wertstoffhof. Bei Ankunft oder beziehungsweise schon auf der Anfahrt Meldung auf Sicht war eine starke Rauchentwicklung festzustellen, sodass sofort die ersten Einheiten nachalarmiert wurden. Nach Eintreffen wurden weitere Einheiten alarmiert, sodass insgesamt die Löschzüge Erhang, Pfalzel, Biwa, Olewisch, Euren, Zeven, Kürns und die Löschzüge der Wache 1 und 2 im Einsatz waren. Es hat letztendlich ein großer Ballen von Polyethylen-Kunststoffflaschen bei 600 Tonnen und ca. 1300 Kubikmeter gebrannt. Starke Rauchentwicklung, deswegen umgehend teilweise Evakuierung der umliegenden Firmen, Warnung der Bevölkerung durch entsprechende Apps, MOVAS und Katwan. Darüber hinaus kam es dann noch zu Lautsprecherdurchsagen und die Bevölkerung wurde eben gebeten, Fenster und Türen zu schließen. Wie gestalteten sich die Löschmaßnahmen bzw. wie gingen sie vor? Wir haben eben mit massiv Wasser aus der Mosel eine Wasserförderung über lange Wegestrecken aufgebaut und haben dann umfassend eben teilweise mit mehreren Drehleitern und Wasserwerfern mit massivem Wassereinsatz mit Netzmitteln versucht, das Ganze unter Kontrolle zu bekommen. Wir waren insgesamt mit weit über 100 Einsatzkräften hier vor Ort. Die Einsatzstelle wird auch noch bis in die Abendstunden bedient werden müssen, sodass wir zurzeit eben über Ausleuchtung nachdenken. Ja. Das waren jetzt die wesentlichen Fakten.